In diesem Video werden wir uns mit einem weiteren wichtigen Ordnungsbegriff auseinandersetzen. Der Wohlordnung. Wir werden die Definition, Beispiele und Äquivalenzen zu anderen Aussagen anschauen. Um zu wissen, was eine Wohlordnung ist, müssen wir zuerst klären, was eine Totalordnung ist. Die Totalordnung wird auch als totale Ordnung, lineare Ordnung oder schwache Ordnung bezeichnet. Sie erfüllt die Eigenschaften der Reflexivität, der Antisymmetrie, der Transitivität und der Totalität. Genauer auf die Totalordnung und ihre Eigenschaften gehe ich in diesem Video darauf ein. Die Relation kleine gleich auf eine Menge x wird Wohlordnung genannt, wenn sie eine Totalordnung ist und jede nicht leere Teilmenge von x ein kleinstes Element besitzt. In Quantorenschreibweise lautet die Definition wie folgt. Ein Beispiel für eine wohlgeordnete Menge sind die natürlichen Zahlen. Sie bilden mit der kleinen Gleichrelation eine Totalordnung. Die Menge selbst hat ein kleinstes Element, die 0. Aber auch jede Teilmenge hat ein kleinstes Element. Beispielsweise nehmen wir eine Teilmenge A mit den Elementen I, J und K. Diese Elemente stehen in Relation zueinander. Wir können sie entsprechend ordnen. Sei K kleiner gleich J kleiner gleich I. Dann ist K das kleinste Element. Schauen wir uns an, ob dies auch für die ganzen Zahlen funktioniert. Die ganzen Zahlen erfüllen die Eigenschaft der Totalordnung mit der kleiner gleich Relation. Jetzt prüfen wir, ob wir in jeder Teilmenge auch ein kleinstes Element finden können. Aber bereits die ganzen Zahlen haben kein kleinstes Element, da sie von minus unendlich bis plus unendlich reichen. Wir finden also immer eine Zahl, die kleiner ist. Somit sind die ganzen Zahlen keine Wohlordnung. Wir nehmen nun die reellen Zahlen, aber nur die positiven, weil wir zuvor gesehen haben, dass eine Menge, welche selbst kein kleinstes Element besitzt, keine Wohlordnung ist. Haben wir nun eine Wohlordnung? Eine Totalordnung liegt vor, aber nicht jede Teilmenge besitzt ein kleinstes Element. Siehst du eine mögliche Teilmenge, die kein kleinstes Element besitzt? Eine mögliche Teilmenge ist das offene Intervall von 1 bis 2. Denn wählt man ein Element aus der Menge, dann gibt es immer noch ein weiteres Element, das näher an 1 ist als das zuvor gewählte. Also gibt es in dieser Menge kein kleinstes Element. Und somit ist auch diese Menge nicht wohlgeordnet. Der Wohlordnungssatz besagt, dass auf jede Menge eine Wohlordnung existiert. Wenn man ein bisschen über diese Axiome und ihre Plausibilität nachdenkt, so wird man feststellen, dass das Auswahlaxiom sehr plausibel ist. Der Wohlordnungssatz ist eher unglaublich und das Zornsche Lemma liegt irgendwo dazwischen. Trotzdem sind sie äquivalent zueinander. Aus der Wohlordnung folgt auch die vollständige Induktion, die fundierte Induktion und die transfinite Induktion. Die vollständige Induktion ist eine wichtige Beweismethode, die verwendet wird, um zu beweisen, dass eine Aussage für alle natürlichen Zahlen gilt. Wenn du anhand eines Beispiels wissen willst, wie die vollständige Induktion funktioniert, dann schau dir dieses Video an.